Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Schön, dass Sie wieder dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In unserem heutigen Podcast geht es um moderne Zusammenarbeit von Entwicklerteams und auch darum, wie Entwicklerteams zusammengesetzt werden sollten. Warum ist das Thema wichtig? Deutsche Unternehmen geben sich eine 3 im Bereich Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, so eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Dabei haben inzwischen mehr als 3/4 eine Digitalstrategie entwickelt. 55% begründen die zu langsame Entwicklung im Bereich Digitalisierung mit fehlenden Fachkräften. Gerade Softwareentwickler sind dabei Mangelware. Da stellt sich doch die Frage, könnten man nicht auch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Entwicklerteams aufnehmen, die keine ausgebildeten Softwareentwickler sind? Darüber sprechen wir heute mit Tino Fliege. Er ist Solution Architect bei OutSystems Germany GmbH. Hallo, Herr Fliege. Ja, schönen Tag. Hallo. Ja, ich würde sagen, bei dem spannenden Thema steigen wir gleich ein. Und in vielen Unternehmen gibt es hier einen regelrechten Stau bei der Entwicklung von Geschäftsapplikationen, also einen Stau, der eben dazu führt, dass sich die Digitalisierung, die digitalen Geschäftsmodelle so stark verzögern. Woran liegt das? Wie kommt es zu einem solchen Stau? Salopp gesagt, kann man sagen, die Welt dreht sich heute einfach schneller. Ja, die Fachabteilungen haben immer mehr Ideen oder schneller neue Ideen und neue Anforderungen, um ihre eigenen Arbeit effektiver zu gestalten, ja, und damit halt auch mehr Geschäft für das Unternehmen zu generieren. Ja. Das resultiert halt in immer mehr Anforderungen für die Entwicklungsabteilung und die kommen dann einfach nicht mehr hinterher. Ja. Das sogenannte Backlog wird immer größer und größer. Also könnte man sagen, es liegt nicht etwa daran, dass sozusagen nur als kleiner Scherz am Rande, dass die Softwareentwickler immer langsamer werden, sondern die Anforderungen werden immer höher und immer mehr und es gibt immer neue Ideen und die Digitalisierung schreitet voran und damit türmt sich so ein Berg an Aufgaben bei der Digitalisierung an, dass man da gar nicht mehr hinterherkommt mit den üblichen Mitteln. Exakt, exakt. Also die Ressourcen werden in den Entwicklungsabteilungen auch nicht mehr. Man kriegt halt heutzutage keine Leute. Das hatten Sie ja auch halt einfach eingangs schon erwähnt. Und die vorhandenen Ressourcen der Entwicklungsabteilung müssen mit immer mehr Anforderungen zurechtkommen. Das ist das Problem, ja. Und jetzt könnte man doch auf die Idee kommen, wenn die Fachabteilungen so viele Ideen haben und so viele Anforderungen, könnte man die nicht in die Entwicklung einbeziehen, also sozusagen die auch zu Entwicklern machen, zu den sogenannten Citizen Developern. Was ist das eigentlich, ein Citizen Developer? Ja, das ist ein sehr guter Ansatz, finde ich auch. Ja, wir von OutSystems sprechen gar nicht mehr so sehr gern von Citizen Developer, weil man muss eigentlich die Profi und die nicht so profihaften Citizen Developer einfach als eine Masse von Ressourcen zusammenfassen. Und die sogenannten Citizen Developer sind im Prinzip alle User oder Power User in den Fachabteilungen, die bisher super kreativ mit Excel umgegangen sind und vielleicht auch mit Microsoft Access Datenbanken umgegangen sind, um für sich selber Applikationen zu schreiben oder vielleicht auch für ihr Team Applikationen zu schreiben, um ihre Arbeit einfach effektiver zu machen, sich einfach das Leben zu erleichtern auf Arbeit. Also, Sie sagen, dass Sie von Citizen Developern eher nicht mehr reden. Kann man sich das so vorstellen, dass das auch das Konzept vielleicht gar nicht so gut ist, wie man sich das vielleicht mal vorgestellt hat? Gibt es da irgendwie Risiken, wenn man sagt, die Leute, die bisher für sich selber so irgendwas mit Excel gebastelt haben, wenn man die jetzt Fachapplikationen erstellen kann, sind da Risiken mit verbunden? Definitiv würde ich sagen, ja. Früher hat man auch von Schatten-IT gesprochen. Heute spricht man mehr von Citizen Development. Aber für mich ist das im Prinzip dasselbe, ja.
auch wenn man jetzt andere Technologien als früher halt verwendet. Es kann halt passieren, dass die Citizen Developer Applikationen schreiben, die nicht mit den Richtlinien, ob das jetzt Compliance- oder Security-Richtlinien sind, des Unternehmens übereinstimmen. Ja? Und die IT hat dann halt das Problem, ja, dass sie keine Kontrolle, keinen Grip an den Fachapplikationen hat, ja, und kann dann immer nur die Hand heben, passt auf, hier ist ein großes Risiko in der Security oder vielleicht von der Compliance her. Und das kann halt im Endeffekt halt für das Unternehmen auch richtig Geld kosten. Also den Punkt finde ich auch sehr wichtig. Sie haben jetzt gerade gesagt, so das Thema Schatten-IT spielt damit ja auch rein. Und häufig versteht man ja darunter erstmal, dass man sagt, die Fachabteilungen haben Bedarf an einer Applikation und weil es so leicht geht, beschaffen die sich einen Cloud-Service oder die kaufen irgendein Gerät an der IT vorbei und nutzen das. Und also ganz häufig ja sind es Cloud-Anwendungen, die einfach verwendet werden, ohne dass die freigegeben wurden. Jetzt bringen Sie, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, eben auch mit rein, Achtung, zur Schatten-IT trägt eben auch bei, wenn die Fachabteilung nicht nur Anforderungen hat, sondern auch damit begonnen hat oder dies macht, das selber umzusetzen. Weil die können vielleicht tatsächlich mit Excel inzwischen ganz gut umgehen oder auch sind vielleicht ganz fit in dem, ja, was sie machen, kennen natürlich all ihre Anforderungen, aber die kennen nicht unbedingt, was hat das Unternehmen eigentlich im Bereich Development für Richtlinien, was ist mit Compliance, was ist mit Security, wie soll das in die restliche Anwendungslandschaft passen. Und da finde ich, es sind echt wichtige Punkte, die Sie gesagt haben, warum das riskant ist, wenn man diese potenzielle zusätzliche Ressourcen Entwicklern einfach sagt, na, ihr habt die Anforderungen, setzt es um, wird schon werden, ihr wisst ja, was ihr tut und das, da muss man eben vorsichtig sein. Und Sie empfehlen ein anderes Konzept, nennen wir es mal so Governed Citizen Development. Wie kann man sich das denn vorstellen und welche Vorteile hat denn dieses Konzept? Ja, exakt. Ja. Und das ist auch so ein bisschen die Abgrenzung von Schatten-IT oder dem normalen Begriff Citizen Development. Wenn ich von Governed Citizen Development spreche, habe ich immer so Bild in meinem Kopf von einer Straße oder eines Autofahrers. Ja, und wenn man sich dann das Bild weiter vorstellt, dass der Autofahrer halt keine Verkehrszeichen sieht, dann hat er keine Regeln, wie schnell darf er fahren, darf er hier auf der Straße drehen oder überholen und so weiter. Das sind die Verkehrszeichen sind für mich so die Compliance-Regeln. Ja, und und jetzt dieses Governed Citizen Development würde bedeuten? Ja, genau, und dieses Governed Citizen Development bedeutet halt, dass die Regeln alleine halt nicht ausreichen. Man muss halt auch physikalische Grenzen setzen oder von der IT vorgegebene Grenzen oder Leitplanken installieren. Ja? Und das sind halt Bausteine von der IT, zum Beispiel ein Baustein für die Verbindung zu einem SAP-System, um sich halt Stammdaten herauszuholen oder ein Baustein, wie wird ein Benutzer authentifiziert und solche Bausteine muss man halt entsprechend den Citizen Developern vorgeben, also führen, govern und aber auch gleichzeitig ja immer einen Überblick behalten über dem, was der Citizen Developer macht und die IT muss bei dem ganzen Gedanken halt immer im Auge behalten, sie darf das auch nicht überstressen das Thema. Ja. Ansonsten sind sie wieder die Buhmänner und die Citizen Developer werden wieder in ihrer Kreativität behindert und kommt schnell Frustration auf. Ja. Also was ich immer ganz wunderbar finde, da möchte ich Ihnen für danken, wenn man so Bilder macht. Also gerade so bei Podcasts ist es unheimlich gut, wenn man dann sagt, das kann man sich vorstellen wie eine Straße. Da kann man weiß vielleicht, wie das Auto fährt, aber man kennt die Regeln gar nicht. Man fährt rum, keine Verkehrszeichen und hat sozusagen niemanden, der einen da assistiert oder Regeln vorgibt. Und das wird ermöglicht durch die, das ist dann, was Sie verstehen unter der modernen Zusammenarbeit eines Entwicklerteams, also dass man tatsächlich die erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachabteilungen durchaus etwas machen lässt, aber sie nicht einfach
herumfahren lässt auf dieser Straße, sondern dass man ihnen Leitplanken, Regeln gibt, Funktionen gibt, die da ins Spiel kommen. Jetzt, wenn man sich das so vorstellt, ist es ein tolles Bild. Wenn wir jetzt aber mal schauen, wie ist denn das praktisch? Wie sieht sowas in einer Low-Code-Plattform von OutSystems aus? Ich glaube, da gibt es sowas wie eine Lösung Workflow-Bilder. Wie kann man sich da die Zusammenarbeit und dieses Governed Citizen Development praktisch vorstellen? Ja. OutSystems begegnet dem Problem, oder ich würde es besser sagen, Phänomen mit mehreren sogenannten Bildern. Ja. Und Workflow-Bilder ist halt ein Bilder, mit dem man sehr einfach Workflow-Applikationen bauen kann. Also wirklich sehr simple Beispiele sind halt ein Urlaubsantrag oder halt ein Genehmigungsworkflow für eine Kreditgenehmigung. Ja, das kann ich mit so Workflow-Bilder sehr einfach bauen. Ja, da wird eine Form erstellt und dann Workflow entsprechend hinran und da wird keinerlei Code entsprechend geschrieben und hinten raus fällt eine pixelperfekte Applikation, die lauffähig ist. Ja. Also wenn ich kenne das so ein bisschen früher aus dem Qualitätsmanagement und so, wenn ich da solche Sachen gemacht habe, das ist dann eben nicht nur, dass man so ein Flussdiagramm oder sowas baut für einen Workflow, sondern wenn ich das mit OutSystems gemacht habe, habe ich tatsächlich nicht nur dieses Diagramm, das Schaubild, sondern ich habe die Applikation. Genau, ja. Also es sieht aus wie so ein Flussdiagramm, ganz genau. Aber wenn man dann auf diesen sogenannten One-Click-Publish-Button bei uns heißt das, drückt, dann wird die eine fertige Applikation, eine fertige Web-Applikation generiert mit einer Login-Maske, mit Menüstrukturen, alles fix und fertig. Das ist natürlich sehr charmant, weil ich denke da wirklich an die Vergangenheit zurück. Ich habe nämlich früher solche Bildchen gemalt und dann ist das in die Entwicklung gegangen. Und wenn man diesen Schritt sozusagen, dass so eine ja gar nicht so vielleicht komplexe Applikation, dass sie dann direkt da ist und zwar in der Form ist, als ob man die als professioneller Entwickler gemacht hätte, ist das eine Riesenhilfe. Also sowas hätte ich mir früher gewünscht, aber das gab es da noch nicht. Wenn man jetzt sich mal vorstellt, also um nochmal anzusehen, die Risiken, die entstehen, wenn man eine Applikation nimmt, die vielleicht eine Abteilung für sich mal geschrieben hat und die zum Beispiel hat eine Abteilung gesagt, ja, das mit dem Beschaffungsantrag, ist immer so lästig und wir haben viele Beschaffungen, da machen wir mal uns was damit. Und jetzt soll das aber auf einmal, hat sich vielleicht sogar, die sind alle ganz überzeugt davon, jetzt soll das im ganzen Unternehmen benutzt werden. Sind da, kann man sich da auch nochmal die Risiken vorstellen, was es bedeutet, wenn ich so eine im kleinen Bereich gebastelte Applikation nehme, die unternehmensweit ausgerollt werden soll? Und vielleicht nochmal der Brückenschlag, wie hilft denn dieser Ansatz des Governed Citizen Development? Es ist richtig, wenn Power-User, Citizen-Developer eine Applikation schreiben, dann haben die nicht unbedingt einen Überblick über die internen IT-Systeme, wie sie die entsprechend anzapfen können, um halt aus SAP irgendwelche Daten heraus zu bekommen. Ja. Und dabei geht OutSystems halt so vor, dass man diese App, die zum Beispiel mit dem Workflow-Builder gebaut wurde, an den Profi-Entwickler übergeben wird. Die App ist so aufgebaut, von dem System so aufgebaut, dass die auch eine modularisierte, wiederverwendbare Struktur hat. Das heißt, brauche ich halt eine Einbindung von dem Backend-System, dann passe ich halt bloß ein Modul davon an und schreibe da die SAP-Schnittstelle rein. Oder ich möchte für die Kreditvergabe einen externen Service abfragen, die mir das Risiko bewertet, dann kann ich das auch entsprechend einbauen. Und damit hat der Profi-Entwickler wesentlich weniger Arbeit, weil das die ganze User Experience, wie die Applikation läuft aus der Benutzersicht, ist ja schon fix und fertig. Er sorgt jetzt nur dafür, dass die richtigen Schnittstellen angebunden werden und vielleicht sowas, dass die Buttons halt achteckig sind anstatt viereckig. Solche Sachen kann der Profi-Entwickler dann halt auch noch machen. Ja. Und das heißt eben auch doch, dass was die Fachabteilungen erstmal vielleicht für sich entwickelt hatten, dass man nicht sagt, sowas wollen wir insgesamt, sondern das kann und
Deshalb wiederhole ich das, was Sie gesagt haben, weil das toll ist, dass man das wiederverwendet, also dass man das dann nutzen kann und dann zum Beispiel durch ein Schnittstellen ergänzen, noch anpassen, dass es eben der unternehmensweiten Vorgaben entspricht. Aber das ist nicht so, dass dann, dass man sagt, habt ihr schön gebaut, das könnt ihr jetzt wegwerfen, wir machen das neu. Weil das ja auch die Akzeptanz von solchen Lösungen natürlich schmälert, weil die dann sagen, ja, hat für uns funktioniert, jetzt wird das alles weggeworfen, neu gemacht, das ist sehr unerfreulich. Und dann kann man sagen, toll, das, was da schon geleistet wurde, da können wir drauf aufsetzen, das können wir verfeinern, können wir erweitern und das ist dadurch nicht verloren. Das finde ich schon mal sehr, sehr praktisch. Ich hatte mir notiert, Thema Schatten-IT hatten wir kurz ja auch schon drüber gesprochen, aber möchte ich trotzdem nochmal betonen, dass das tatsächlich etwas ist, worüber wir jetzt sprechen, das gegen diese Schatten-IT wirkt, weil Schatten-IT, eines meiner Steckenpferd-Themen ist Security, ist eben ein Punkt oder auch im Datenschutz, was da sehr gefürchtet wird. Und das, worüber wir jetzt sprechen, hilft eben auch genau dagegen, in dem Fall nicht, dass Applikationen beschafft werden, sondern Applikationen selbst erstellt werden. Und deshalb ist das auch für Sicherheit und Datenschutz eine ganz hilfreiche Sache, über die wir hier sprechen. Jetzt hätte ich eine Bitte an Sie, und zwar haben Sie vielleicht ein paar Beispiele, Kundenprojekte für uns, über die Sie berichten können. Dann kann man sich das auch noch mal vorstellen, welche Vorteile das in der Praxis hat. Habe ich vielleicht eins, was so globaler Natur ist. Das ist die Firma Schneider Electric. Das ist ein französischer Elektrotechnikkonzern. Und hier war das Problem, dass sie auch nicht schnell genug waren, auf die Bedürfnisse und geänderten Anforderungen aus dem Business halt einzugehen. Ja. Der Grund dafür war halt, dass ihre Technologie sehr alt war. Die hatten monolithische Systeme und mit monolithischen Systemen ist es halt sehr schwer, neue Änderungen halt einzupflegen. Ja. Die Landschaft war dann auch noch sehr fragmentiert. Abteilungen hatten für denselben Use Case, der bearbeitet wurde, unterschiedliche Applikationen. Das war wirklich für die IT sehr problematisch, da einen Überblick zu behalten. Und deshalb haben sie sich mit dem Thema Low-Code auseinandergesetzt und haben halt herausgefunden in der Evaluierungsphase, dass OutSystems genau diese Probleme lösen bzw. verbessern kann. Und zwar halt in den Bereichen Entwicklungsgeschwindigkeit, die Integrationsmöglichkeiten, denn ich muss mich in alle möglichen existierenden Systeme halt integrieren, aber halt auch in dem Bereich Architektur und Wiederverwendbarkeit von Codeschnipseln oder Modulen, ja. Und die haben es halt geschafft, in den ersten anderthalb Jahren 60 Applikationen freizugeben, ja. Und das finde ich eine extrem hohe Zahl. Im Schnitt haben die halt 10 Wochen für eine neue Applikation gebraucht. Und das Business war über die Geschwindigkeit so begeistert, dass sie selbst eigene Ressourcen ausgebildet haben, sodass die jetzt insgesamt 150 Entwickler aus dem Professional- und Citizen-Developer-Bereich haben und die beide miteinander zusammenarbeiten. Ja, jeder da, wo seine Stärken liegen. Ja, das ist schon mal ein ganz tolles Beispiel. Ich glaube, da Ihr Kundenbeispiel zeigt, dass nicht jedes Unternehmen, gut, sagen ist ja ein französisches Unternehmen, und die Studie, die ich am Anfang erwähnte, da ging es um die deutschen Unternehmen, aber nichtsdestotrotz, man sieht, man muss sich nicht unbedingt eine 3 geben, sondern man kann sich auch wirklich verbessern. Und allein die Zahl der Entwickler, die jetzt sozusagen da auf diesem Wege zur Verfügung gestellt werden können, ist enorm. Man sieht ja so viele Applikationen in der kurzen Zeit, das hätte ich mir früher natürlich auch gewünscht. Das sind bemerkenswerte Zahlen, wirklich. Haben Sie denn vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sagen, ja, also diesen Engpass, den kenne ich. Also sowohl die Entwicklung kennst und sagt, ja, ich komme morgens hier rein und schon wieder neue Anforderungen, wir kommen nicht hinterher, als auch die Fachbereiche, die es kennen, die sagen, wie lange soll ich noch darauf warten? Ich habe das schon vor 3 Monaten gesagt, ich brauche das. Für die Unternehmen, die sich hier erkennen und sagen, da wollen wir was ändern,
Welche Tipps hätten Sie denn? Was soll man jetzt am besten machen, wenn man die Entwicklung von Fachanwendungen auf neue Füße stellen möchte? Ich denke, man muss beide Entwicklungslager betrachten, sowohl die Professional Entwickler in den IT-Abteilungen halt als auch die Power User Citizen Developer in den Fachabteilungen. Ja. Reden hilft, ja. Man muss miteinander reden und Verständnis für die jeweilige Situation haben. IT hat halt ihre Richtlinien, um compliant zu sein. Fachabteilungen wollen schnell was auf die Beine zu stellen, um schneller und mehr Gewinn für das Unternehmen zu realisieren, ja. Und da ist es halt, muss es halt eine Plattform gefunden werden, mit der die Citizen Developer kreativ eigene Lösungen auf die Beine stellen können. Aber die Plattform muss halt auch die Fähigkeit besitzen, modulare, wiederverwendbare Bausteine zu erstellen von den Profi-Entwicklern und diese allen Entwicklern zur Verfügung zu stellen, dass man halt diese Leitplanken entsprechend hinbekommt, in denen sich die Citizen und auch die Professional-Entwickler halt bewegen. Ja. Und genau. Okay, und wenn man hier sich unseren Podcast angehört hat, dann sagt, das Thema finde ich so spannend, da möchte ich jetzt noch mich weiter einlesen oder kann ich vielleicht sogar was testen. Hat OutSystems da vielleicht noch was? Ja, man kann sich von unserer Webseite die sogenannte Personal Edition runterladen. Das ist praktisch eine Entwicklungsumgebung, die auch in der Cloud ist, mit dem man alle möglichen, ja, Sachen testen kann, wie zum Beispiel ich eine mobile App erstelle oder halt eine Web-Applikation entsprechend erstelle. Ja. Und mit der Registrierung hat man auch vollen Zugriff auf unser Lernmaterial. Ja. Das sind immer so kleine Videoschnipsel, womit man bestimmte Sachen angeht. Oder wir haben auch so Trainingspfade. Ich möchte jetzt Mobilentwickler werden, dann gibt es einen Trainingspfad für Mobilentwickler, ja. Und ich lade im Prinzip jeden ein zu unseren sogenannten Jumpstarts. Das ist praktisch in Corona-Zeiten ein vierstündiger Workshop, der ein- bis zweimal im Monat stattfindet. Und da lernt man viel über Outsystems-Architektur und wie entwickelt man Applikationen am besten. Und am Ende dieses Workshops hat jeder auch eine mobile App gebaut. Und das finde ich immer ein ganz spannendes Format, um sich halt mit dem Thema vertraut zu machen. Oh ja, das ist super. Also, das ist wirklich eine tolle Sache und schön, dass Sie da zu einladen. Wir packen dann entsprechend Links auch in die Shownotes zu diesem Podcast, dass man dann gleich nach dem Anhören loslegen kann, sich was runterladen kann, sich anmelden kann, registrieren kann, die Schulungsvideos anschauen kann, um da aktiv zu werden. Wir wissen, das ist ein sehr wichtiges Thema, dass die Entwicklerteams anders, besser zusammenarbeiten können. Sonst kommen wir in der Digitalisierung wirklich nicht weiter. Und die aktuelle Situation hat uns allen ja mehr als deutlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, möglichst viel in die digitale Welt gebracht zu haben. Und da können wir uns Verzögerungen nicht leisten. Deshalb herzlichen Dank, Herr Fliege, für diesen spannenden Einblick in die moderne Zusammenarbeit von Entwicklerteams. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Tino Fliege von OutSystems. Ganz herzlichen Dank, Herr Fliege. Vielen Dank auch von meiner Seite.